So, wie immer alles abgeben. Bereit, Violet? Endlich. Jetzt kommen wir rein. Da. Das ist der Eden-Turm. Und Ladebildschirm. Ich habe jetzt immer auf die Uhr geschaut hier. Der Ladebildschirm hat mehr als eine Minute und 10 Sekunden gebraucht. Unfassbar. Ja, guck mal, hier steht sogar Duncan muss mit. Da, Level 15 muss er. Ne, Level 16 muss er mindestens sein. Das ist er ja zum Glück. Ein Kern nur, 10 Truhen. Und das andere weiß ich gar nicht mehr. Passt perfekt. So, denn auf geht's. Und es geht hinein. Hätte ja gar nichts sagen müssen. Das Labyrinth. Oh, das sieht ganz schön verrunzt hier aus. Ist das hier irgendwie ein Tipp? Nebler-Kernbald, ich schalte ihn aus. Einfach aufballern oder wie ist das? Ah, okay. Ein Nebelkern. Ist auch noch anscheinend. Au. 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 So. Genug rum hier, ja. Hä? Nur weil ich da ein bisschen gegenlaufe. Aua! Mensch! Das sieht doch noch mal ein bisschen cool aus hier. Tschüss, Nebel. Da! Da ist der Ausgang! Aber wie sollen wir da hinkommen? Das ist viel zu hoch. Aha. Gehen wir weiter. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo etwas, das uns hilft. Aha. Kommt unser neuer Freund. Oh. Erstmal kommt ein neuer Feind. Niederstand! Mike ist auch aufgestiegen. Ich hab den doch gar nicht mitgenommen, oder? Und. Ja. Der steigt denn noch mit auf? Sehr cool. Ja, wie gesagt, der war mit dieser Nebel. Da kommt dann noch was Neues. Es war auch schon manchmal so aufgebaut, dass man den auch braucht. Das vibriert er. Au. Warum vibriert das denn hier? Ja, Controller ganze Zeit. Und wie wenn ich hier drinne stehe. Geheimes Versteck. Au! Da noch mehr. Oh. Na los! Wie oft kommen denn die Teile? Verschmettern! Oder gehen sie um so kaputt?
Kiste. Schön. Komm, Duncan. Mal sehen, was wir da haben. Jo, bin ich auch mal gespannt. Was für ein Wandler? Hä? Blaue Fusion? Achso, ja. Können wir denn? Ach man, das werde ich gerne. Können wir noch mehr hier aufladen? Na gut. Gehen wir mal dahin. Wo wir auch hin sollen. Jetzt vibriert es schon wieder. Okay. Damit ich die Viecher hier mitbekomme. Gut, das ist dann natürlich ein bisschen praktisch. Aber sonst ist hier erstmal nichts. Los geht's. Ach, genau deswegen braucht man ihn. Okay. Okay, was ist jetzt hier los? Das sieht gefährlich aus. Gut, da ist der Weg schon mal nicht erlaubt. Auch noch. Sogar Siere. Oh, eins haben wir schon mal. Ich noch nicht mal weiß, wo die hingehören. So, da komme ich auch nicht hin. Die sind nur das sind nur scheinbar, ich kann da nicht rauf. Die ballert auf jeden Fall. Ach, warte mal. Der ist auf hier doch. Ja. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Suchen wir noch mehr Zellenbots. Ah, cool. Das ist gar nicht so schlecht gemacht. Mann, der steht mir auch noch irgendwie. All der unraffinierte E-Wandler sieht giftig aus. Hoffentlich haben die Kernbots ihn nicht benutzt. Hab wieder nichts verstanden, was dieser E-Wandler sein soll. Energiewandler oder was soll das sein? Ich hab auch hin. Er zeigt mir anscheinend den richtigen Weg. Oh, scheiße. Scheiß Rauch immer hier. Gut. Mann, steh mir bitte nicht weh. Ah, siehst du, wir haben ihn so gebraucht. Eigentlich eine ganz coole Idee, so immer verändert sich das Spiel dann. Ruine geht ja etwa höher. Das tun sich neue Wege auf. Natürlich gleich mitnehmen. Das leuchtet noch. Okay. Aus. Okay, das ist einfach. Will ich mal behaupten.
eine Werkbank. Die könnte nützlich sein. Ah, tatsächlich. Wie gesagt, jeder Kernbot braucht eine Hülle. Und der Erfinder der Hüllen ist selbstverständlich dein Missionsleiter und leitender Wissenschaftler Dr. Julius Roldan. Habe ich dir je erzählt, wie wir uns kennenlernten? Das war auf der ersten Mandatkonferenz für alle Forschungsgruppen weltweit, die an der Sandteufelkrise arbeiteten. Da waren Hunderte von Leuten und Julius saß einfach zufällig neben mir. Er sagte, ihm gefällt mein Robbie der Roboter-T-Shirt. Und dann riss er einen verrückten Witz über Roboterforscher und ihre Armeen von Killerrobotern. Er war direkt, ehrgeizig. Genau das Gegenteil von mir. Ich fühlte mich wie ein Nerd neben einem Rockstar. Aber seit diesem Tag war Julius mehr als mein Kollege. Er war mein Freund. Okay. Cool. So. In der Kiste. Was? Da? Falsche Seite. Was ist denn da drin? Lass ich mir nicht zweimal sagen. Ah, ein defekter. Ja, hey, ins Kopf. Ein Teil eines Fliegerkernbots. Wenn wir eine komplette Hülle bauen, kommen wir hoch zum Ausgang. Kommt mit. Suchen wir die übrigen Fliegerteile. Okay, also den müssen wir uns zusammenbauen. Das ist die Werkbank, die ich nicht aktiv jetzt nutzen kann. Schön. Also würde ich nur für den Roboter. Gleich alles ausschalten. Schön riesig. Was ist das für komische Geräusche? Da gibt's doch irgendwas. Lauch nicht. Ah! Mann, du stehst mir aber auch hier gerne. Ah. Ich laufe immer schon den Weg, der eigentlich anscheinend später gedacht ist. Oh. Gut, hätte man aber auch sehen können, glaube ich, oder? Ne, da reinfliegt ja. Ja, ja. So, da ist anscheinend noch ein Teil. Ach, FL. Ich habe vorhin R1 gelesen. Oh, Arsch. Oh, noch mehr. Ach Scheiße, die können ja auch feuern. Sehr schön. Sehr schön.
bisschen wie bei Zelda, wa? Und dann auf immer Flammen so ringsrum auftauchen. Was haben wir denn hier? Und man erst die Gegner zerstören muss. Jetzt haben wir die Düsen. So, schätze mal, da geht's weiter. Sogar halbe Wege gibt's hier gerade nicht, wa? Nö. Damit. Schön. Das ist ein neues Teil? Ja. Guck mal, das sind schon die Teile. Die Raffination von E-Wandler ist schwierig. Es gab nie genug, um alle Kernbots zu versorgen. Wir mussten Engpässe vermeiden. Ach, das fährt ja doch hoch und runter. Ich dachte, das bleibt an einer Höhe. Durch. Okay. Keine Hektik. Schlau, hier ist es andersherum. Ach, scheiße. Ich sehe das gerade auch nicht da. So. Scheiß Rauch wieder. Echt. Moment mal. Ständig wieder am Anfang da. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Au, 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 oh Gott, oh Gott. Ey, ey, ey. Scheiße. Ach Mann, und die Man wird auch so weggestoßen, das gibt's gar nicht. So, da ist er, danke. Na doch weiter. Ich will nicht wieder zurück laufen. Oh doch. Okay. Sag mal, ich kann doch von hierher oder nicht? Bin ich bekloppt? Waren die schon vorhin da? Doofe Idee, doofe Idee. Das hat noch gereicht. Oh scheiße, ganz doofe Idee. Oh. Das war knapp. Jetzt will ich erstmal warten, bis sie sich auflädt. Ah, schön. Dreck. Ach, in der Säure verbrannt. Au. Voll vorbei. Hä? Wie bitte? Was war das denn? Das? Einfach nur einen Rückstoß bekommen. So, da kommen wir nicht. Ach, da hinten sehe ich gerade. Okay. Easy.
hier noch etwas rum? No? Gut. Sieh an, sieh an. Noch ein Fliegerteil. Jetzt haben wir die Verstärkung. Fit. Der Unterbau war nur noch. Da müssen wir wieder raus. Oh, süß. Kleine Fischer. Oh. Oh. Zum Glück ist es deaktiviert worden. So, ist glaube ich einfacher, wenn ich so rübergehe.